Ja, wie starte ich in der gleichen Network-Marketing-Firma neu durch, obwohl ich zuvor erfolglos war? Darum geht's heute, darum geht's in diesem Live-Video. Und ich möchte meine Erfahrung geben aus 16 Jahren. Ich war ja in 10 verschiedenen Firmen, beim 10. Mal hat's geklappt. Und ich habe mir hier auf meiner Liste, ich habe hier ein bisschen was, ich habe mir hier 14 Punkte aufgeschrieben und ich möchte sie mit dir durchgehen. Es ist meine Erfahrung. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin aus Baden jetzt hier, also ich drehe da gerade im Wald. Schauen wir mal, ob mir ein Hund ins Wadel beißt. Aber gut, ja. Zu Beginn wäre es sehr, sehr motivierend, wenn du hier, ich muss da mal das einblenden, okay, wenn du hier mal reinschreibst, wo du her bist, ja, oder nächstgrößere Stadt, weil es sind so viele tolle Freundschaften schon entstanden hier in der Community. Menschen, die mit Facebook ihr Business aufbauen wollen, ohne Namensliste und so weiter. Und wenn du deine Stadt reinschreibst, ich sehe die Kommentare jetzt gerade nicht, ich muss gerade schauen, wie ich die einblende. Und ja, also wenn du die Stadt einblendest, wenn du die Stadt reinschreibst, dann haben andere die Möglichkeit, dass sie mit dir in Kontakt treten. Es sind hier super Freundschaften schon entstanden. Lass uns gleich starten. Ich sehe hier, der Armin Peter Paulus sieht zu und der ist schuld dran. Der ist schuld dran, ja, aus dem hohen Norden, dass es diese Folge gibt, weil er hat eine Frage gestellt beim letzten Posting und dann habe ich abstimmen lassen hier in der Gruppe. Jetzt sehe ich die Kommentare aus Albstadt, Hamburg, Finnland, Bad Griesbach. Also wirklich, tu was, auch wenn du in der Aufzeichnung bist, im Replay. Und ja, wie gesagt, ich habe viel Erfahrung, leider muss man sagen, weil ich 16 Jahre lang versucht habe, im Network Marketing erfolgreich zu sein und ich habe es nicht geschafft. 16 Jahre nicht und beim 10. Mal ist es dann, hat's funktioniert. Dann, wie ich es geschafft habe, habe ich tausende Partner gesehen. Also ich habe die Erfolgreichen gesehen und ich habe die gesehen, die nicht erfolgreich waren. Und ich habe die gesehen, die nach 15 Jahren auf einmal erfolgreich waren. Und ich möchte gleich eines sagen. Fakt ist, und das ist definitiv so und dazu stehe ich, jeder kann es schaffen. Jeder kann es schaffen. Wenn du jetzt in deiner Company seit 10 Jahren bist, 15 Jahren, 20, seit 2 Tagen, 2 Wochen, 4 Monaten, whatever, und du bist gerade richtig so am Sand, ja, und du denkst dir, das wird nie was in der Company und du schaust dich vielleicht schon um nach einer neuen, sage ich dir, mach's nicht. Mach's nicht, weil ich sag dir auch, dass du es definitiv schaffst. Eines würde mich noch interessieren, hast du aus der Schweiz und überall, seit sie her aus Linz, die Julia, hast du eine Benachrichtigung bekommen, also von Facebook. Wurdest du benachrichtigt, Willi Prokop ist jetzt live? Ich möchte es nur wissen, wie das funktioniert derzeit auch ein bisschen mit dem Algorithmus. Vielleicht kannst du mir das reinschreiben, nicht nur ja oder nein, sondern ja, habe eine Benachrichtigung bekommen oder habe keine bekommen, whatever. Und dann möchte ich dich noch gleich einladen, das habe ich die letzten Male nicht gemacht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, man vergisst wieder Dinge. Ich möchte dich einladen, mir zu helfen. Weil, schau, Sichtbarkeit kann ich aufbauen noch viel mehr, wenn du das weitergibst, wenn du das teilst und wenn du dir jetzt denkst, da kommt was Gutes vom Willi, dann gib's weiter in deiner Gruppe oder whatever, irgendwo, ja? Also, und vielleicht kannst du es auch reinschreiben. Und manche schreiben rein, hab die Nachricht bekommen, manche nicht. Gut, Punkt 1, wir haben hier eine grüne Wiese. Ha? Wir haben hier eine grüne Wiese und darum geht's in Punkt 1. Soll ich dir eines sagen? In 99% der Fällen, ja, ist es so, wenn du jetzt nicht erfolgreich bist, ist nicht deine Company schuld. Ich weiß, es klingt hart, aber ich sag's dir ehrlich, in 99% der Fällen ist nicht die Company schuld, sind nicht die Produkte deiner Company schuld, nicht der Marketingplan und sonst niemand. Das heißt, meine Erfahrung ist die, und ich habe sie selber erlebt, immer wie ich dann die ersten Probleme bekommen habe, wie ich keinen Erfolg hatte, was habe ich gemacht? Ich bin automatisch geswitcht in eine neue Firma, wo ich mir gedacht habe, dort ist es viel leichter, dort ist es besser, die haben bessere Produkte, besseren Marketingplan, whatever. Und ich kann dir sagen, es gibt nur Ausnahmefälle, wo das gültig ist. So einen Ausnahmefall hatten wir gestern in dem Mood-Meeting mit der Julia. Die hat gesagt, Willi, Ich mag keine Produktnetworks. Das heißt, wenn du jetzt grundsätzlich in den Network bist, wo du sagst, es ist eine legale Firma und du magst das, du magst die Firma noch immer und die Produkte, weißt du, wie ich meine? Wenn es vom Herzen her passt, dann ist es nicht die Network-Marketing-Firma schuld. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen, weil die Wiese, und das ist die grüne Wiese,
die Wiese ist woanders nicht grüner. Das will ich dir sagen und das ist wichtig, dass auch, dass das jeder fährt, weil wir haben eine hohe Ausstiegsquote im Network Marketing und teilweise Umstiegsquote und ich stehe nicht dazu, dass man das machen sollte und ich will dich wirklich einfach nur bestärken. Punkt 2, das ist was Wichtiges. In der letzten Zeit, in den letzten Tagen, Monaten, Jahren, wo du jetzt vielleicht noch nicht den Erfolg gehabt hast, hast du dir einen schweren Rucksack. Du hast jetzt einen schweren Rucksack, das wollte ich damit sagen. So. Und jetzt, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, wenn du neu durchstarten möchtest in der gleichen Firma, dass du hergehst und sagst, ich verzeih mir. Wir denken nicht dran. Für einen Neustart, und das habe ich mir überlegt, für einen Neustart, du kannst nicht neu starten mit diesem Gepäck hinten drin. Das geht meiner Meinung nach nicht. Bleib stehen und verzeih dir mal selbst. Weil du hattest Träume, du hattest Visionen, du hast vielleicht deinem Partner versprochen, deinen Kindern, diesmal schaffe ich's. Und du hast es nicht geschafft. Und jetzt machst du dir bewusst oder unbewusst diese Vorwürfe. Du machst dir die Vorwürfe und es ist Zeit, dass du dir, wenn du neu starten möchtest in der gleichen Firma, dass du dir verzeihst. Dass du einfach sagst, okay, das war so. Das ist wichtig für deinen Prozess, weil du dann dich auch freier fühlst. Also, ich möchte gerne mal von dir wissen, wie geht's dir aktuell im Network Marketing, in deiner Company? Teile einfach mal so deine Gedanken mit, das würde mich natürlich freuen. Das ist Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 von 14. Punkt Nummer 3 ist, und jetzt kommt was Wichtiges. Punkt Nummer 3 ist, damit wir starten können, und die Punkte, Punkt 14 ist der wichtigste. Punkt Nummer 3 ist, anderen zu verzeihen. Es ist so wichtig. Ich habe mal aufgeschrieben, vielleicht ist es bei dir so der Fall, dass deine Upline, dass du deiner Upline verzeihen musst. Vielleicht musst du jemand anderen verzeihen. Weißt du, wie ich meine? Ich will dir aber eines sagen dazu. Und das hat bei mir auch gedauert und gedauert. Deine Upline, egal wie sie arbeitet, und wenn sie dir sagt, du sollst Namensliste arbeiten, du sollst Homepartys arbeiten, was auch immer, ich bin davon überzeugt, ich glaube an das Gute im Menschen, dass deine Upline nur das Beste für dich will. Deine Upline macht nichts, um dir zu schaden. Deine Upline macht nichts, weil sie dir Schlechtes will. Ich sage jetzt nicht damit, dass es für dich das Beste ist, sondern du musst für dich entscheiden vom Herzen, ist es für dich das Beste. Aber was ich sagen will, ich glaube daran, dass jede Upline es gut meint mit den anderen und wir alle haben Schwächen, wir haben Fehler. In Wahrheit sind wir alle Krüppeln. Ja, wie soll ich sagen, ich bin's vielleicht, du auch, also ich weiß von mir, wir machen Fehler, wir übersteigen Grenzen, wir nehmen uns Dinge vor, dass wir sind nicht nett. Und diese Geschichten, weißt du, wie ich meine? Und deine Upline hat es verdient, dass du auf sie zugehst und wenn es dir schwerfällt, vielleicht innerlich. Aber es ist wichtig, auch da zu verzeihen, es ist wichtig, es passieren Fehler, es ist ein Menschengeschäft, es wird immer so sein. Und ja, das ist wichtig, damit du frei bist und damit diese Beziehung eine neue werden kann. Ich sage nicht, dass du die Arbeitsweise teilen musst, weil jeder kann ja frei arbeiten und wir sind im Network Marketing, dass wir arbeiten. Und Andreas Hofstetter schreibt was Wichtiges rein. Bin am Restart. Schuldzuweisungen bringen nichts. Jeder Fehler oder Misserfolg bringt dich weiter. Fehler sind der beste Lernprozess. Ja, und deswegen möchte ich wissen, sag's mal so ehrlich, wie ist denn deine Beziehung zu deiner Upline? Ja, also, ja, kommt drauf an, ob du es mitteilen willst, aber würde mich mal interessieren, ne? Ja. Thierry sagt was, die Upline kann nichts dafür, dass sie nach dem alten System arbeitet. Die haben das so gelernt und hatten damit auch Erfolg und das passt für sie. Aber die Frage ist, ob es für dich passt. Ja, genau. Da ist zum Beispiel schöne Heike schreibt, ich habe die beste Upline. Ist immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich arbeite mit meiner Upline zusammen am Speedinar, sagt die Anke Wilke. Das ist schön, ne? Dann gibt es welche, die sagen, okay, schlecht, manche mehr. Ich will dir sagen, egal wie deine Upline ist, und wir kommen dann noch zu dem Punkt, da sage ich dir was dazu. Punkt 3 war das. Punkt 4. Jetzt gilt's, neue Ziele zu fassen. Jetzt haben wir das alte abgelegt, wir haben uns verziehen, wir haben den anderen verziehen. Und es gilt jetzt Tempo zu machen. Also ich mache mal jetzt ein bisschen. Es gilt jetzt einfach
ins Laufen zu kommen. Weißt du, wie ich meine? Hoffentlich falle ich nicht über eine Wurzel drüber. Jetzt gilt's, loszustarten, machen, tun. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, ich kann da noch reden. Aber jetzt kommt's. Wenn du jetzt den Impuls hast, loszustarten, mach nicht den Fehler wie ich früher und sag's allen. Sag's nicht. Bitte sag's nicht deinen Arbeitskollegen. Und sag's auch nicht deinen Freunden. Sag's nicht in meisten Fällen deinen Verwandten. Sag's niemanden. Sag's deinem Partner. Und sag's dir selbst. Aber sag's nicht. Warum? Weil diese Ankündigungen, die, wie soll ich sagen, du bist noch nicht so weit, so gefestigt, dass die bei dir schon so stark drinnen sind. Und wenn du diese Ankündigungen machst, kann es sein, dass die dich dann da fragen, und wie ist denn jetzt mit dem Thema? Ist das schon besser und so weiter und so fort? Ne? Also, das ist es. Mach keine Ankündigungen, weil das könnte dir einfach schaden. Ja, der nächste Punkt ist, Punkt 5. Jetzt kommt etwas, was mir meistens nicht so gut gelingt. Und Punkt 5 ist, übernimm Verantwortung und geh aus der Opferrolle. Und ich möchte von mir selbst erzählen, ein paar wissen es ja eh schon, glaube ich, ja. Also ich habe so ein bisschen den Hang, nehmen wir an, ich habe irgendwas verloren. So wie heute habe ich das Schloss von meinem Fahrrad nicht gefunden, das steht da drüben. Und ich habe mir gedacht, damit mir keiner mein Fahrrad stiehlt, während ich das live mache und ich jetzt kein Schloss habe, stelle ich mich wohin, wo eh keiner ist. Also gut. Und wie ich das Schloss gesucht habe, war mein erster Impuls, wer hat's genommen von den Kindern, wer hat's versteckt. Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es sagt viel aus über einen Menschen. Und das passiert mir öfters und vielleicht die auch, wir kommen in die Opferrolle. Und es gibt jetzt so eine super, super, super Ausrede für dich, für dein Team, für die ganze Welt. Es gibt eine super Ausrede und wenn du diese Ausrede anwendest, und du hast sie vielleicht angewandt schon, dann fühlst du dich richtig gut. Weil du hast eine Bestätigung dafür, dass du keinen Erfolg haben kannst. Du fühlst dich richtig gut. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Ich möchte dich einladen, weil es soll ein Denkprozess sein. Auch wenn du jetzt in Replay bist. Was könnte die Ausrede sein, die aktuell passend ist, irgendwo auch, die du dir selbst sagen kannst, und dadurch dich komplett blockierst in einem ganzen Business und dein ganzes Team und alle mitziehst, was könnte die Ausrede sein, dass es einfach nicht funktioniert? Ja? Und ich möchte das Wort nicht sagen, aber es hat mit dem Geschehen auf der Welt zu tun. Weil wir sagen, okay, das kann jetzt nicht funktionieren. Und ich sag dir, genau jetzt braucht es Menschen, die positiv sind. Genau jetzt brauchen die Leute Geld. Genau jetzt brauchen sie Geld. Du hast Network Marketing. Ja, du hast Network Marketing in der Hand. Du hast eine Möglichkeit, den Leuten zu helfen, dass sie heizen können im Winter. Du hast die Möglichkeit, den Leuten zu helfen, dass sie ihren Kindern noch das Schulgeld mitgeben können, dass ihre Kinder mitfahren dürfen auf den nächsten Ausflug. Du hast die Möglichkeit mit Network Marketing. Du hast die Möglichkeit, mit Network Marketing den Leuten ein Movement zu geben, etwas Positives, eine Gruppe von Menschen, die daran glaubt, dass die Welt gut ist, dass Network Marketing gut ist, dass es viel gibt, dass sie Respekt verdient haben. Du alles hast das in der Hand. Du hast es im Gepäck, in deiner Firma, in deiner Company und denk jetzt nicht daran, du musst in eine andere Company gehen. Das stimmt nicht. Du hast es in deiner Company. Du brauchst nur die Leute ansehen. Und jetzt frage ich dich, wenn du das alles hast und du siehst die Not, die Sehnsucht der Menschen, warum schläfst du noch? Warum schläfst du noch? Warum bist du noch Konsument? Warum bist du nicht Produzent? Warum tust du nicht mehr? Weil du Angst hast. Du brauchst keine Angst haben. Fehler ist okay. Aber ich will dir sagen, sie brauchen dich. Sie brauchen dich und komm aus dieser Ausrede raus. Diese Ausrede zählt nicht. Ich habe es bei mir gemerkt. Ich habe echt 6 bis 9 Monate jetzt in der Pendeluhr geschlafen. Ich mache mal drüber ein Live. Also mir ging es nicht so gut und ich habe mich zurückgezogen. Ich glaube, das hat jeder gemerkt. Und ich habe dann auch schon gedacht, na ja, ist halt so jetzt. Ne?
Ja. Ja, bei dir, Willi, ist es so. Und auf einmal, und das will ich dir sagen, und das ist dieser Neustart, wenn du entscheidest, dass es nicht mehr so ist, ist es morgen nicht mehr so. Das ist es. Wenn du entscheidest, dass es heute nicht mehr so ist, dann ist es heute nicht mehr so. Und du wirst sehen, wahnsinnig viele Türen gehen auf. Es kommen die Leute aus ihren Löchern. Sie waren immer da. Sie waren nicht in den Löchern. Du warst im Loch, so wie ich. Sie kommen raus. Sie wollen was. Du merkst, es ist viel leichter als früher, wenn du gewisse Dinge machst. Das will ich dir einfach sagen. Ja, genau. So wie der Andreas sagt. Ich frag dich wirklich, wenn du diesen Traum hast, wenn du diesen Wunsch hast, im Network Marketing was zu erreichen, frage ich dich, warum bist du noch Konsument und nicht Produzent? Das ist es. Das ist es. Weißt du, wie ich meine? So, ich muss meinen Zettel umplatteln. Das ist mein Zettel. Okay, das war jetzt Nummer 5 von 14. Oh, ich muss mich beeilen, ich muss dann den Kleinen von der Schule holen. Muss mit dem Fahrrad noch ein bisschen fahren, weil ich habe ein bisschen einen längeren Weg gehabt, dass ich da noch irgendwo drehen kann. Ah ja, sieht man mich gut vom Bild, weil ich glaube, die Internetverbindung ist da nicht ganz so gut, aber okay, ja. Gut, wie klingt das für dich bis jetzt? Nummer 5 von 14 hatten wir jetzt. Wie klingt das für dich? Jetzt ganz ehrlich, ja? Also, bringt dir das was? Fühlt sich das gut an? Ist es für dich ein Mehrwert? Sag mir einfach Bescheid. Und die Biene darf wieder weg. Oder Wespe. Ich kenne den Unterschied nicht zwischen Biene und Wespe. Kennt ihr wer? Ah ja. Super Verbindung, sagt der Armin Peter. Also, sag mir, wie es dir geht damit, ob dir das hilft. Und gib's weiter. Weißt du, ich brauche ja auch deine Hilfe. Ist ja ganz klar, oder? Ich meine, wie soll ich mehr Sichtbarkeit erreichen, wenn du mir nicht hilfst? Also, wenn du mir helfen möchtest, diese Wespe-Biene oder whatever das ist, zu vertreiben. Nein, wenn du möchtest, ja, dann schreib's einfach rein. Thomas sagt genau richtig, super inspirierend. Wenn du es inspirierend findest, wenn du ja anderen was Gutes tun willst und mir, dann teile es einfach jetzt. Ne? Gut. Nummer 6. Etwas ganz Wichtiges. Lass negative Nachrichten nicht mehr an dich ran. Und damit meine ich die Nachrichten, die News, ja? Warum konsumierst du die? Und damit meine ich auch Menschen, denen es vielleicht jetzt noch nicht so gut geht. Es ist schwierig, wenn es dir selber nicht gut geht und du hast mit Menschen zu tun, denen es nicht gut geht, dann könnt ihr euch super runterziehen und ihr könnt euch super bestätigen. Die Welt ist so schlecht, alles ist so schlimm und so weiter. Aber weißt du, wie viel Gutes es gibt? Weißt du, wie viele Menschen zusammenrücken? Weißt du, wie viele Menschen sich helfen? Weißt du, wie viele Menschen auf einmal erkennen, dass die Beziehungen im Leben so wichtig sind? Sie besuchen die alte Oma. Sie besuchen viel mehrere Eltern. Sie schauen, dass sie mehr noch zu tun haben. Weißt du, das passiert auch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen ganz kurz Punkt 6. Schau, dass du die negativen News nicht mehr an dich ranlässt. Blockier sie, indem du sie gar nicht konsumierst. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Okay. Wespen sind schlanker, sagt die Andrea. Okay. Schlanker als wer? Als ich, oder? Okay, Punkt 7. Jetzt kommt etwas. So, du kennst ja wahrscheinlich den Spruch, er ist abgedroschen, aber er ist gut. Du möchtest neue Ergebnisse, wie heißt der Spruch? Wie heißt der Spruch? Wenn wir immer das Gleiche tun, aber neue Ergebnisse, andere Ergebnisse erwarten oder so ähnlich, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und so machen es manche. Ne? Sie sagen, ich will jetzt neu durchstarten in meiner Company und arbeiten genauso wie früher oder denken, sie können genauso wie früher arbeiten. Das geht nicht. Das heißt, Punkt 7 ist wichtig, dass du deine alte Arbeitsweise stoppst. Warum? Ja, hat sie funktioniert? Hat sie dich dorthin gebracht, wo du wolltest? Fühlt sie sich gut an? Naja, das ist die Frage. Das heißt, die alte Arbeitsweise, stopp sie, weil du brauchst neue Ergebnisse. Und ich muss sagen, das klingt so super toll in der Theorie. Ist so wahnsinnig toll, dass man sagt, stoppe deine Arbeitsweise, stoppe deine Gewohnheiten, mache neue Gewohnheiten und du hast neue Ergebnisse. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Aber es ist wahnsinnig schwer. Also für mich. Ich bin ein Gewohnheitstier. Ich laufe immer die gleiche Strecke. Ich fahre immer die gleiche Strecke mit dem Fahrrad und so weiter.
Mir gibt es Sicherheit. Und für mich ist es eher Unsicherheit, eine neue Arbeitsweise. Und ich bin jemand, der wirklich sich sehr stark überwinden muss. Aber wann kann ich das? Wenn ich am Boden liege. Ja? So wie letzte Woche, wo ich vor Rückenschmerzen nicht mal sitzen konnte. Und ich habe mir gedacht, Willi, jetzt ist der Zeitpunkt, wirklich was zu ändern. Du kannst nicht mehr so tun, als ob es okay ist für dich. Du musst es ändern. Und das ist oft so, wenn wir wirklich ganz unten sind, wenn wir schon lange vielleicht keinen Erfolg haben in der Company, dann ist jetzt der Moment, nämlich jetzt und nicht morgen und übermorgen. Weil wenn du das jetzt hörst, hast du 2-3 Tage und dann ist dieser Impuls weg und alles wieder weg. Es gilt wirklich, die alte Arbeitsweise zu stoppen und neue Ergebnisse zu bekommen. Und ich möchte dich jetzt einladen, einfach mal nachzudenken. Was ist deine alte Arbeitsweise, die du nicht magst? Oder, ja, was ist das, was du aktuell an der Arbeitsweise, so wie du arbeitest, nicht magst? Und noch viel mehr dann, welche neuen Ergebnisse möchtest du? Welche neuen Ergebnisse möchtest du? Und ich möchte dich fragen, bis Jahresende. Wir haben jetzt September. Bis Jahresende. Welche Ergebnisse möchtest du haben? Ja, denk nach. Und es sollte eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen, dass du weißt, was du haben möchtest. Was möchtest du bis Jahresende erreicht haben? Für dich, mit deinem Team und so weiter. Das würde mich mal interessieren. Ne? Und ja, das ist Punkt Nummer, mein Zettel, Punkt Nummer 7 von 14. Wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Und ich lade dich wirklich an, wenn du jetzt im Replay bist, in der Aufzeichnung, wirklich zu sagen, geht's weiter, reinzuschreiben, was möchtest du wirklich an neuen Ergebnissen haben, okay? Gut. Punkt 8. Jetzt kommt meiner Meinung nach was sehr Wichtiges. Und es ist nichts Überraschendes. Ich glaube, dass das ganze Video nichts Überraschendes ist. Es ist, ja, wahrscheinlich. Sprich jetzt gegen mich, aber egal. Punkt 8 ist, ich möchte dir eine Frage stellen. Warum bist du ins Network Marketing gegangen? Und das ist so wichtig, dass du dir den Moment nochmal in Erinnerung rufst, diesen Tag, an dem du dich entschieden hast, ins Network zu gehen. Vielleicht machst du auch die Augen zu. Also ich habe den Tag, ich bin jetzt nur mehr Trainer, ja, aber ich habe den Tag noch und ich weiß damals, ich bin am Parkplatz gestanden in Hartberg vom Sportgeschäft. Ich weiß, glaube ich, noch genau welchen Parkplatz. Und dieses Erlebnis ist so tief, greifend, dass ich es noch immer weiß. Und damals hatte ich ein Gespräch mit einer Person und ich habe ihm mein Leid geklagt in der Firma und ich darf keinen Nebenjob haben, brauche aber das Geld und Network Marketing schaffe ich nichts und er erzählt mir wieder über Network. Und ich sage, nein, ich will nicht mehr. Ich habe so viel verbrannte Erde. Und er sagt mir, war bei mir auch so. Ich sage, okay, na, was hast du gemacht? Ich arbeite nur mit Facebook. Ich sage, Facebook? Da, wo die Leute ihre Geburtstagstorten hochladen, ihre Smoothies und ihre Wanderstöcke. Dieses Facebook, wo ja irgendwas drinnen steht, was ich eh nicht wissen möchte. Ja, dieses Facebook. Er hat mir gezeigt, die Ergebnisse, und ich kann mich erinnern, man dachte, wenn das funktioniert, wenn das wirklich funktioniert, dann mache ich es noch einmal. Also, und ich kenne diesen Moment. Kennst du den auch noch? Diesen Tag, wo du dich entschieden hast für Network Marketing, egal was die Präsentation, was das Event, die Website, whatever. Denk nochmal nach, weil es ist so wichtig für deinen Prozess. Das ist jetzt nicht etwas, was für mich wichtig ist, aber für dich, wenn du weiterkommen willst, wenn du einen Neustart in der jetzigen Company möchtest. Was war dieses Erlebnis? Und wenn du wirklich viel draus machen willst aus diesem Video, ein Arbeitsvideo, etwas, was dich verändert, dann ist es wichtig, dass du es reinschreibst. Wenn du jetzt sagst, na ja, so schlimm ist bei mir eh nicht, dann mach nicht mit. Dann schreib es nicht rein. Dann tu nichts, ja? Dann einfach nur konsumieren. Aber wenn du wirklich was ändern willst, dann ist das der erste Schritt. Und ich sehe da sehe ich mal eure Ziele. Und da muss ich weiter nach unten. Menschen helfen zu dürfen, sagt die Gabriele. Also, da können auch viel mehr reinschreiben. Wirklich, schreib rein, was war dieser Tag? Und ich kenne ihn bei mir ganz genau. Es ist so wichtig. Und es ist, weißt du, von was Network Marketing lebt? Von Storytelling.
Wenn du diese Story nicht abrufbar hast, warum du ins Network Marketing gegangen bist, dann kannst du es anderen nicht erzählen. Und morgen, wenn du wieder denkst, die Welt ist so schlecht und alles ist so schlecht in deiner Firma und es ist so schwierig und die Produkte interessiert eh keiner und Network Marketing interessiert keiner, dann hast du nicht diesen Hebel. Dann hast du nicht dieses Warum und es wird dir fehlen. Also es ist so wichtig, dass du sagst, warum bin ich im Network Marketing? Punkt 8 von 14. 9. Jetzt kommen wir zu Punkt 9. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass du in deiner Company das erreichen wirst. Ich war damals in einer Firma, die war zu dem Zeitpunkt knapp 22, 23 Jahre am Markt. Es gab 400.000 Vertriebspartner. Und ich habe mir damals gedacht, das ist das Beste, was mir passieren kann. Weißt du warum? Weil es mir Sicherheit gegeben hat. Weil ich wusste, die Firma wird morgen nicht verschwinden. Weil ich wusste, die Produkte funktionieren. Weil ich wusste, ich muss das alles nicht prüfen. Das haben ja schon andere für mich gemacht. Die Probleme haben die doch schon. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht in einer neuen Network-Marketing-Firma nicht durchstarten kann. Aber für mich, ich rede nur von meiner Story, ich erzähle nur meine Story, war das die Sicherheit. Und gleichzeitig habe ich dann natürlich den Einwand gehabt, ja, aber genau das ist das Problem. Weil wenn es schon 400.000 gibt, warum sollte ich jetzt dann neue Kunden und Partner finden? Die sind doch schon alle durch. Vielleicht ist das bei dir auch. Ich möchte ehrlich von dir wissen. Denkst du jetzt, dass in deiner Firma so viel Konkurrenz ist oder dass die Firma schon so lange am Markt ist oder ich weiß nicht, whatever, oder es gibt so viele andere Firmen. Es kann ja sein, dass du in einer neuen Firma bist, etwas Neues begonnen hast und dir sagst, ja, aber es gibt so viele andere. Hast du irgendwie das Gefühl, dass du denkst, für dich ist da zu wenig, das wird nicht funktionieren? Würde mich mal interessieren, ehrlich, deine Meinung dazu. Und ich sehe, ein paar sind aufgewacht, ja? Und wenn du, ja, die Leute kennen mich, ich bin so unangenehm, ich will immer, dass wer was tut, ne? weißt du, was ich meine? Ist es bei dir ähnlich so? Und ich kann dir sagen, hab keine Angst, weil jetzt kommt der wichtige Punkt, jetzt kommt wirklich der wichtige Punkt auch. Nummer 9, überleg dir, warum hast du dich für diese Firma entschieden? Und es ist völlig egal, ob du dich vor 2 Wochen für eine neue Firma entschieden hast, oder vor 20 Jahren für diese Firma. Ich möchte, dass du nachdenkst. Warum hast du dich für diese Firma entschieden? Du bist kein Psychopath oder du bist keine Psychopathin. Das heißt, du hast das wahrscheinlich nicht unter Druck gemacht. Damals. Du hast das nicht gemacht, um dir selbst zu schaden. Du hast das nicht gemacht, weil du fahrlässig warst. Also ich gehe mal davon aus. Du hast das nicht gemacht, weil du dir gedacht hast, erstbeste Firma, mach mal. Du hast das nicht gemacht, weil du nicht an die Firma geglaubt hast. Aber ich möchte dich fragen, was war es denn? Was war der Grund, damit du dich genau für diese Company, in der du jetzt bist, entschieden hast? Es gibt einen. Aber was mir auffällt ist, du hast ihn vielleicht schon vergraben, du kennst ihn gar nicht mehr, weil es Probleme gegeben hat, weil die es ja überall auf der Welt gibt. Und deswegen möchte ich wissen, was ist dieser Grund? Was ist dieser Grund? Warum die Anke schreibt zum Beispiel, weil die Produkte super sind. Ah, okay, da bin ich jetzt drüber, sorry. Weil die Produkte super sind und sie zu mir passen, sagt die Anke. Aber ich möchte es von dir wissen, es ist so wichtig, weil es muss wieder, hoffentlich beißt mir der Hund jetzt ins Wadl. Es muss wieder eine Liebe entfacht bei dir. So, ja? Ja, da ist er, der Hund. Okay, er schaut zu. Hier. Ja. Ich muss gestehen, ich habe Angst vor Hunden. Aber vor dem nicht, muss ich sagen. Also der ist lieb, ja. Aber ja. Es ist wichtig, dass diese Liebe wieder entfacht. Es ist wichtig, dass du wieder träumst von deiner Company. Weißt du, wie ich meine? Also, jetzt nicht, dass du rausgehst und jedem dann erzählst oder dem Hund dann irgendwas verkaufen willst. Also dem Hund meine ich jetzt. Das ist kein Mensch, das ist wirklich ein Hund. Dass du jetzt das rausschreist und 10 Posting machst über deine Firma. Aber es geht um eine innere Einstellung. Es geht darum, dass du, so wie die Ellen sagt, die Produkte liefern mir Energie. Die Iris sagt, weil die Produkte meinem Hund das Leben gerettet haben, sagt die Iris. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn das keine Argumente sind, hol dir das wieder raus.
Und das ist so wichtig. Also Nummer 9. Wir haben noch 5 Punkte. Und ich möchte dich einladen, jetzt das Video weiterzugeben. Und ich möchte dich vor allem einladen, und ich weiß nicht, wo bei dir der Punkt ist, wo bei dir rechts ist. Ist da bei dir rechts? Oder da? Da oder da? Ich glaube da. Egal. Bei dir rechts oben, wenn du den Schirm hast, sind so 3 Punkte und da steht dann Willi Prokop folgen oder so ähnlich. Das würde ich machen. Und wenn du mich gar nicht mehr magst, dann einfach entfolgen. Dann kriegst du eine Info, wenn ich live gehe. Und wenn du im Telegram-Kanal bist, kriegst du immer die Info, sehr, sehr schnell. Wenn du die Telegram-App runterladest, gehst du in die Suche, gibst Willi Prokop ein, dann kommst du auf meinen Kanal und dort kriegst du immer die Info, wenn ich live bin. Weil Facebook benachrichtigt dich vielleicht nicht immer. Du bist nicht immer ein E-Mail-Verteiler. Und dann kriegst du auch nicht die Info. Apropos E-Mail-Verteiler auf willibrokop.at. So. Nummer 10. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Es kann sein, dass du vielleicht jetzt schon, so wie der Armin Peter Paulus, für das, das eigentlich entstanden ist, das Video, der ist ja schon lange bei seiner Firma. Und es kann sein, dass du dir denkst, ich bin der größte Loser ever, weil ich so lange dabei bin und das nicht schaffe. Ich möchte von dir wissen, wie lange bist du in dieser Company? Das ist eine spannende Frage für mich. Weil dann sehe ich mal, okay, für wen mache ich das Video? Wie lange bist du in dieser Company? 6 Tage? 6 Wochen? 6 Monate? Was auch immer. Wie lange bist du in deiner jetzigen Company? Das möchte ich von dir wissen. Also, sag's mal. Ich werde mal kurz was trinken. Weil ich habe meine Trinkflasche mit. Ich muss nur parallel auf die Uhr schauen, dass ich zu spät zur Schule komme. Ja? Sonst bringt mir das Live-Video auch nichts. Wo waren Sie? Wo waren Sie, Herr Prokop? Ich habe ein Live-Video gemacht. Super. 2 Wochen, 6 Monate, 1 Woche, 7 Jahre, 15 Jahre, 11 Jahre. 11 Jahre. Seit 1996, die Martina, im 11. Jahr. 2008, 2017. Ja, kannst du auch das Jahr reinschreiben, ja? Dann ist es vielleicht einfacher, ja? Also. Und jetzt möchte ich dir was sagen dazu, nachdem ich meine Nase nicht mehr beißt. Jetzt möchte ich dir was sagen. Das meine ich ernst. Du kannst stolz sein auf dich, dass du noch dabei bist. Echt. Ich möchte das wirklich ehrlich sagen. Du kannst stolz sein, dass du noch dabei bist. Es geht jetzt nicht darum, ob du deine Ziele erreicht hast. Es geht nicht darum, ob es jetzt sich gerade schwer anfühlt, aber du kannst wirklich stolz sein auf dich. Warum? Du hast eine Fähigkeit, die der Willi nicht hat. Ehrlich. Du hast eine Fähigkeit, und das ist eine wahnsinnige Fähigkeit, und ich habe absolute Hochachtung vor allen diesen Menschen, wirklich. Du hast die Fähigkeit, weiterhin dabei zu sein, obwohl du keine Ergebnisse hattest oder nicht die du möchtest. Der Willi ist nicht ganz so gestrickt. Ich sag's ehrlich, ich brauche den Erfolg. Wenn der Erfolg nicht schnell kommt, gebe ich schnell auf. Und ich bewundere die Menschen, ich bewundere jeden, der Network Marketing ist, in einer Company, echt, wirklich, dass du noch dabei bist. Und ich glaube, als Führungskraft und als zukünftige Führungskraft, dass du sein wirst, ist es wichtig, für diese 95% der Menschen diesen Respekt, diese Wertschätzung auszustrahlen. Nicht als Berechnung, weil ich sage, dann bekomme ich mehr Umsatz, sondern als Lebenseinstellung. Weil die meisten in deinem Team werden ihre Ziele nicht erreichen. Die meisten in dem Team werden hadern, werden scheitern, und werden sich selbst Vorwürfe machen. Ist so. Und es ist ganz wichtig, den Menschen zu sagen, ich bin so stolz auf dich, dass du noch immer dabei bist. Egal, ob du in der Intensität dabei bist, ob du vielleicht jetzt ein halbes Jahr gar nichts gemacht hast, ob du was auch immer. Aber dass du noch dabei bist, heißt, und das muss man sich überlegen, du hast deinen Traum noch. Du glaubst noch an die Company. Du glaubst noch an Network Marketing. Und eines will ich dir auch sagen, du glaubst noch an dich selbst. Das ist es, was das aussagt über dich. Und ich kann nur sagen, diese Menschen haben absolut meine Hochachtung. Und weißt du, was eigentlich sein müsste?
ist nur eine Idee jetzt, auf den Bühnen der Network-Marketing-Firmen sollte es Ehrungen geben für Menschen, die keinen einzigen Rang erreicht haben, die keinen einzigen Kunden haben, die keinen einzigen Partner haben, auf dieser Veranstaltung sitzen. Das ist es in Wahrheit. Würde ich eine Network-Marketing-Firma haben, würde ich genau das machen. Ich würde genau das machen. Ich würde den Menschen, die heute da sind auf diesem Event, die keinen Kunden haben, keinen Partner haben, die in Produkte investiert haben, die investiert haben Zeit und Geld, dass sie da sind, die würde ich ehren. Aber echt ehren. Weil das die Menschen sind, die einen wahnsinnigen Charakter haben. Es ist nicht der Willy Brockhoff, der vorne sitzt, im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz hatte, der hatte es leicht. Der sitzt da, kann gut grinsen, weil er den Umsatz hat. Ich sprich von mir selbst. Der hat es viel leichter. Aber weißt du, wer wirklich die Hochachtung und den Respekt verdient? Das sind genau diese Menschen. Und ich kann dir eines sagen, ich bin ein bisschen andere Wege gegangen damals bei den Veranstaltungen. Ich wollte nicht vorne sitzen. Ich bin nicht vorne gesessen. Ich habe mich immer zu den Leuten nach hinten gesetzt, weil ich der Meinung bin, dass ich nie etwas Besseres war. Weil ich der Meinung bin, dass ich nie etwas Besseres geleistet habe. Wenn man Network Marketing runterbricht, kommt man drauf, warum bin ich in der Stufe? Wegen diesen vier Teams. Gut. Warum sind diese vier Teams in der Stufe? Wegen den drei anderen Teams. Und man kommt drauf, man ist von der Basis abhängig, von all den Menschen. Man darf das nicht vergessen. Und ich kenne Führungskräfte, die Top-Leute, das sind so Herzensmenschen, die so demütig sind, die da oben stehen, die wahnsinnig viele Umsätze haben und so, die das alles nicht vergessen. Ich kenne so viele und das ist es, was wichtig ist. Es ist nur meine Meinung, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich würde es so machen. Und ich glaube, und wenn du in deiner Network-Marketing-Company etwas zu reden hast, schlag das vor. Das verändert so viel. Wir dürfen nicht auch die Menschen vergessen. Die haben unsere Hochachtung. Das sind die Heroes. Meine Meinung. Gut, das ist etwas länger geworden. Punkt 11. Da möchte ich dir ein Bild mitgeben. Und zwar ein Bild. Wenn du neu starten möchtest, dann ist es wichtig, wie soll ich sagen, also nach oben zu schauen. Ja, das auch. Wenn du neu starten möchtest, dann ist es wichtig, an ein System zu glauben. Ich nutze und ich habe immer Facebook genutzt. Ich finde es die genialste Maschine ever. Die genialste Maschine ever. Und ich will dir ein Stichwort nur sagen. Hast du gewusst, dass Facebook zum Beispiel dieses Video nicht jeden in der Gruppe zeigt? Hast du gewusst, dass Facebook dieses Video nicht jeden zum gleichen Zeitpunkt zeigt? Das ist nämlich genial. Folgendes. Nehmen wir an, Sandra schaut Willis Video immer um 19.30 Uhr. Immer. Oder überhaupt Videos. Dann sieht sie dieses Video heute um 19.30 Uhr. Nehmen wir an, Hans ist immer live dabei, dann kriegt er die Benachrichtigung. Das ist der Unterschied. Nehmen wir an, Hans oder Martin oder Sabine schauen um die Mittagszeit nur Textpostings. Was sehen sie in den Newsfeed? Textpostings. Diese Maschine Facebook ist so genial für uns im Network Marketing. Die macht alles für uns. Wie irre ist das? Wir machen etwas, ich sage das one to many, ich mache jetzt ein Video, one, erreiche viele Menschen und ich erreiche sie zu deren Lieblingszeitpunkt, wann sie wollen, in dem Format, das sie wollen. Und das, diese Maschine Facebook ist so genial und ich möchte jetzt, dass du ein Bild mitnimmst und da ist es wirklich gut, die Augen zu schließen. Dieses Bild ist, dass du dir wirklich vorstellst, dieses Gefühl, wie das ist, du kriegst Messenger-Nachrichten in ein paar Wochen, Monaten, je nachdem, wann du jetzt selber bereit bist, in das neue System zu gehen. Und du kriegst diese Messenger-Nachrichten und die lauten Irina, Andreas, Iris, darf ich bei dir mitmachen?
Darf ich mehr darüber wissen? Und das meine ich ernst. Das ist das, was die Menschen erleben, die jetzt schon im Spinar sind, schon länger das durcharbeiten, die erleben genau das. Und das ist für mich die Bestätigung, dass dieses System funktioniert. Und es geht um dieses Bild, dieses neue Network Marketing, dass die Leute zu uns kommen. Es ist so toll. Und warum kommen sie zu uns? Wenn wir die Arbeit richtig machen auf Facebook, dann spinnt der Algorithmus, der dreht durch. Und er bringt die Leute. Bitte hör auf und geh nicht überall hausieren. Auch wenn deine Network Marketing Company super ist und alles. Aber lass gut sein. Warum? Warum das? Heike sagt, krass, das wusste ich nicht, das ist genial. Ja, es ist so viel, was du nicht weißt. Und ich auch noch nicht. Weil Facebook macht eine unglaubliche Wandlung durch seit den letzten Wochen. Es ist, was da noch passieren wird. Wir sind alle noch, und das möchte ich dir auch sagen, wir sind komplett am Anfang. Wir sind Pioniere. Wer jetzt denkt, der Zug ist schon lange abgefahren, der versteht das Ganze nicht. Die jetzt da sind, sind Pioniere. Das, was jetzt kommt, das ist jetzt alles erst der Anfang. Ist der Anfang. Wirklich. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ich möchte sagen, eben genau wie die Manuela schreibt, genial, wichtig ist zu wissen. Wenn wir wissen, wie der Algorithmus funktioniert, können wir ihn beeinflussen und dann bringt er uns die Menschen. Aber ich möchte gleich sagen, es dauert, das zu lernen. Es dauert, man muss das lernen. Stichwort Relevanzkriterien und so weiter. Weißt du ja, wenn du im Speedinar bist. Aber es funktioniert. Nummer 12 ist das zweite Bild. Und hier geht's stark darum, den Zweifel an dir selbst. Jetzt okay, jetzt glaube ich, hat jeder verstanden, Facebook funktioniert. Aber vielleicht funktionierst du nicht. Ja? Wir Menschen funktionieren auch nicht immer. Ist auch gut so. Ja? Und was will ich damit sagen? Was habe ich mir aufgeschrieben? Genau. Ich habe Menschen gesehen, die selbst nicht an sich geglaubt haben. Die augenscheinlich auch selber gesagt haben, ich habe keine Stärken. Die ich gesagt haben, weißt du was, setz einfach diese Schritte um und durch die Erfolge wirst du noch mehr an dich glauben. Und ich möchte einfach, und das ist so wichtig, dieses Bild zu haben, ich möchte einfach, dass du jetzt auf die Bühne gehst. Ja. Also ich meine jetzt nicht auf die Löwinger Bühne oder in Kabarett, ich meine auf deine Network Marketing Bühne von deiner Company. Du hast sie wahrscheinlich noch im Kopf, ja? Und du gehst jetzt geistig auf diese Bühne und du schaust in die Zuschauer rein und du schaust in die Gesichter dieser Menschen. Du spürst die Musik, also mir stellt es gerade die Haare auf. Ich habe das abgespeichert. Mir stellt es echt die Haare auf, noch immer, ist arg. Das ist lange, lange her. Du schaust, du spürst die Musik, du schaust in die Gesichter. Du siehst die Menschen klatschen. Ja, in Network Marketing wird geklatscht. Ja, weil auch im Fußballstadion geklatscht wird. Immer dann mit Sekte und bla 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 und so. Ne? Was ist bei FC Liverpool? Stehen alle und singen, you never walk alone. Ja, bald sperren sie mich ein da in Baden. Und im Network Marketing dürfen wir das nicht. So. Und jetzt schaust du, spürst die Musik, die Menschen, sie stehen. Und sie stehen, weil sie Respekt vor dir haben. Sie stehen, weil sie Respekt haben für deine Story, für das, dass du jahrelang gescheitert bist, für das, dass du noch immer an die Company geglaubt hast. Sie stehen, sie klatschen wirklich aus Respekt dir gegenüber, was du erreicht hast. Also mir stellst du die Haare auf. Du spürst die Musik, du hörst den Sprecher, du hörst die Stimme, wie sie dich ankündigen. Und du gehst drauf und du bist so demütig in dem Moment, weil du weißt, all das hättest du nicht erreicht ohne die Menschen hier. Und jetzt möchte ich dich fragen, wo gibt's sowas? Wo erlebst du sowas? Meistens haben wir immer irgendwo Gewinner und gleichzeitig Verlierer. In deiner Company ist es so, wenn du oben stehst, haben die anderen auch gewonnen. Und es geht um dieses Bild, es geht darum, dass du das hast. Ich habe wirklich damals in den ersten 6 Monaten, ich musste ja schnell erfolgreich sein, weil ich wusste, ich wäre gekündigt in 6 Monaten. Ich hatte keine Wahl, diesmal musste ich es schaffen. Willi, reiß deinen Arsch, also beweg dich mal echt und komm mal aus der Opferrolle, habe ich gesagt. Du hast 6 Monate Zeit und dann wissen wir nicht, wie das weitergeht hier. Ja?
Und ich habe gar nicht gefragt, ob das in 6 Monaten möglich ist oder in 7, weil es gab für mich keine Option. Und in der Früh bin ich hingesetzt und ich habe dieses Bild gehabt. Ich weiß nicht, war es 10. Jänner, whatever. Also die, ja, es war dann später. Und ich habe dieses Bild gehabt, ich habe die Stimme gehört. Und weißt du, was das Orge ist? Es ist wirklich arg. Es kam so, wie ich es mir vorgestellt habe, jeden Tag, 6 Monate lang. Es kam nur eines dazu, das war in meinen Berechnungen nicht drinnen. Ich war so schnell in der Duplikation, dass ich eine ganze Stufe übersprungen habe und dass sie nicht einmal die Möglichkeit hatten, diese Ehrung durchzuführen, weil es in einem Monat keine gab. Und ich habe 2 Top-Management-Stufen übersprungen. Das kann passieren. Aber was ich damit sagen möchte ist, dieses wahnsinnige Gefühl, das ist so wichtig, dass du das hast. Und ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß es, weil die Zeiten haben sich geändert, das System hat sich geändert. Und ich habe so viele Menschen gesehen, die das schaffen. Erinnere ich mich noch immer, ich muss jetzt schneller werden, ich muss in die Schule, aber ich erinnere mich noch immer an die Krankenschwester. 6 Kinder, Krankenschwester, Nachtdienste. Keine Ahnung von Facebook. Sie fragt mich, was ein Facebook-Profil? Und ich sage, hey, komm, mach das mit der Gruppe. Ich habe die Gruppe, du ladest die ein, fertig. Und sie war eine meiner erfolgreichsten. Wahnsinn. Bild 3. 13 von 14. Ich muss jetzt schneller reden. Und zwar, Bild 3 ist, wir denken manchmal, es gibt zu wenig Kunden. Und ich habe heute etwas gemacht. Ich habe bei Google Keyword Planner, das offizielle Tool von Google, geschaut, wie viele suchen Network Marketing. Also, da muss man so verstehen. Network Marketing sucht nur jemand, der weiß, dass es Network Marketing gibt. Also, das ist jetzt nicht die Masse. Das sind die Leute, die schon wirklich im Network Marketing starten wollen, die sagen, ich will starten. Und ich habe die Zahlen mit. Und ich möchte jetzt eine Ratestunde machen. Was glaubst du, wie viele Menschen pro Monat suchen bei Google nach Network Marketing? Überleg mal. Was denkst du? 20, 50, 100? Schreib's mal rein, auch wenn du in der Aufzeichnung bist. Wie viele Menschen pro Monat geben bei Google Network Marketing ein? Also suchen aktiv nach Network Marketing. Bitte, mach das, weil es geht um einen Aha-Moment. Und den Aha-Moment wird dann auch dein Team haben. Und was glaubst du? 300, sagt Andreas. 300 pro Monat. Also es geht wirklich um interessierte Menschen. Menschen, die Network Marketing kennen, die Network Marketing suchen und die einsteigen wollen. Die Ellen sagt 300.000, Iris sagt 10.000, Thomas sagt 500, Andreas sagt 1.500, 20.000, sagt die Martina sogar. Denk mal nach. Es geht um echte, ernsthafte Menschen, die Network Marketing eingeben bei Google. Das sind offizielle Zahlen vom Google Keyword Planner von heute. Folgendes. 165.000 Menschen. 165.000 Menschen im Monat, bitte in 30 Tagen, geben bei Google Network Marketing ein. Nochmal, für dich, weil du denkst, es gibt zu wenig da draußen. 165.000 machen das nur bei Google. Und soll ich dir eins sagen? Google ist gar nicht wichtig. Weil die meisten, die ins Network Marketing gehen, geben es bei Google gar nicht ein. Die meisten kommen durch Emotionen. Die meisten kommen, weil sie sagen, ich schaff's nicht mal, meinen Sohn von der Schule zu holen. Und die sagen, ich bin fertig am Wochenende, ich kann nicht mehr, ich habe Angst vor Montag, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich habe Streitigkeiten mit meiner alten Firma und ich kann in dieser Firma nicht mehr. Und dann kommt bei Facebook im genau richtigen Moment dein Video, dann kommt dein Text, dein Bild. Und sie sagen, wow, das schaue ich mir an. Und diese Quote von Facebook, die ist viel höher. Da reden wir vom X-Fachen, das heißt, das ist unglaublich, bitte. Bitte wach auf. Das ist so wichtig. Es gibt so viel Menschen, so viel, dass es absolut scheißegal ist, ob in deiner Company 400.000 sind, 3 Millionen Vertriebspartner, das ist absolut wurscht. Bitte. Das ist wurscht, das ist nur deine Ausrede, das ist, vergiss es. Ist völlig egal. Und das Letzte ist, und dann hau ich ab, da muss ich wirklich schnell sein. Sei offen. Schau mal. Facebook verstehst du nicht von heute auf morgen. Es braucht eine Zeit. Und du musst es auch nicht perfekt machen. Aber das Einzige, da bekomme ich die Erinnerung, dass ich in die Schule gehen soll. Das Einzige ist, Offenheit zu haben.
Bist du offen für den Switch in diese neue Welt, in dieses neue Network Marketing der neuen Generation, dieses neue Facebook? Es geht nur jetzt in dem Moment darum, ob du offen bist. Nicht mehr. Du musst nicht wissen, wie es funktioniert. Ich frage dich. Und bitte gib mir die Antwort. Bist du offen dafür, für diese neue Welt? Bist du offen für den Switch? Bist du jetzt offen dafür, dass du das machst? Dass du musst nicht wissen, wie es funktioniert. Nein. Es geht nur darum, ob du offen bist. Schreib es mir rein. Bist du offen für diese neue Welt? Und wenn du offen bist dafür, dass du sagst, wie kann ich jetzt bei Facebook konkret starten, weil dann möchte ich dir eine Sache mitgeben, die du auf meiner Internetseite findest, willibrockhop.at. Wenn du dich dort in meinen E-Mail-Verteiler einträgst, gibt es seit gestern automatisiert, ja, ist so, gibt es eine E-Mail mit Triggerwörtern. Folgendes, wenn du jetzt hergehst und ein Video machst, einen Text machst, ein Bild, dann gibt es gewisse Wörter, die du nicht erwähnen darfst. Wenn du sie erwähnst, sieht sie niemand. Das heißt, ich möchte, dass du heute noch in die Sichtbarkeit kommst, jetzt in die Sichtbarkeit kommst und dass du genau jetzt konkret startest. Wenn du diese Wörter vermeidest, dann kommst du in die Sichtbarkeit. Und da gab es Überraschungen. Ich habe gestern Andreas mir geschrieben, Willi, ich habe die Liste bekommen von dir und ich wusste gar nicht, wie viel ich falsch mache. Und da kannst du sofort beginnen. Was musst du tun? Müssen gar nichts. Was kannst du tun? Auf www.willibrockhop.at gehen, dein E-Mail eintragen und du bekommst sofort automatisiert diese Datei, wo alles drinnen steht, alle Wörter. Und das ist jahrelange Erfahrung von mir, wirklich. So, ich gehe jetzt in die Schule, ich fahre jetzt in die Schule, shit, 51, habe noch 9 Minuten. Und ja, wenn du mich unterstützen willst, wenn es dir gefallen hat, teile mir mit, ob es dir geholfen hat, ob du dich gut fühlst, ob du dich besser fühlst. Wenn du sagst, nein, du fühlst dich schlechter, bitte nicht mitteilen. Und ich bitte dich einfach nochmal, wenn du sagst, okay, das, Willi, das taugt mir, ich möchte dich unterstützen, ich möchte dich stärken. Jeder, der das teilt, das ist einfach so, ich glaube, du schaust auch drauf, wie viele haben das geteilt. Teil es in deiner Gruppe und so weiter, ja, würde mich natürlich unterstützen. Die Liste ist cool, sagt die Ellen. Ja, genau. Genau, die Brigitte sagt, Speedy Now ist so geil, auch für die Partner. Okay, ja, bist im Speedy Now. Genau, und wie gesagt, hol dir die Liste. Ich muss mit dem Rad jetzt weg. Und ja, schön, dass du da bist. Und habe ich nicht was vergessen, Rocky. Ciao, ciao, bye, bye, servus.